sieht alles in Ordnung aus. Sicher? Wir könnten eine Runde über den Rathausplatz drehen und uns überzeugen, dass Hill Valley noch genauso ist wie vorher. Es ist sicher alles okay. Sieh nur, McFly anwesend. Also, wollen Sie für eine Weile reinkommen? Dad soll selbst sehen, dass Sie noch da sind. Würdig, Herr Marty, aber... Sie müssen gehen. Ich verstehe das, Doc. Sie haben Ihr eigenes Leben. Sie müssen Ihre Kinder großziehen und so. Nein, ich muss zur Bank und den Verkauf stoppen, von dem du mir erzählt hast. Oh. Oh. Finde deinen Paps. Ich bin in weniger als einer Stunde zurück. Bis bald, Doc. Bevor mein Geländewagen fertig poliert hat. Dad muss den benutzt haben, um die ganzen Interessenten vom Verkauf zu verscheuchen. Hey, jemand zu Hause? Mit meinem Schlüssel stimmt was nicht. Bitte, nicht jetzt. Morgen. Gib mir noch einen Tag. Noch einen Tag? Wovon redest du, Dad? Marty? Nein, das ist unmöglich. Marty wurde doch aus der Stadt gejagt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Aus der Stadt gejagt? Wovon redest du? Lass mich rein! Das ist ein Trick. Verschwinde! Hau ab! Haben wir nicht schon genug gelitten? Mom! Mom, ich bin's, Marty, Mom, mach auf! Er hört sich so an wie Marty. Aber das ist sicher nur ein Trick. Mom! Verschwende! Schäm dich! Wie kann ich euch nur überzeugen? Sag mir etwas, das nur Marty wissen kann. Ach. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich den Wohnzimmerteppich in Brand gesteckt. So ist es. Oh mein Gott! Auf was wartest du, George? Lass ihn rein! Blödes Schloss. Marty! Oh mein Gott, Dad! Was ist mit dir passiert? Was glaubst du denn, was passiert ist, Milchgesicht? Viv! Wir hatten dir gesagt, du sollst dich von hier fernhalten, Zwerg! Viv, egal was los ist, wir finden eine vernünftige Lösung. Irgendwie... Wer sind die? Ah, du kennst doch wohl Cliff und Riff. Was meinst du, was wir mit ihm machen sollen, Kleiner? Was wir schon längst hätten machen sollen, Großer. Ich werde das genießen, McFly. Warte, warte. Ich versuche, alles zu verstehen. Woher kommen diese anderen Tennants? Aus einer Mama-Tennant und einem Papa-Tennant. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Viv! Dann sind die Tennants jetzt eine Art Mafia zweiter Klasse. Hey, pass auf, wen du zweite Klasse nennst. Die Tennant Gang ist die 5th gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Unmöglich. Du glaubst mir nicht? Viv, nein! Peng! Na, sieh mal an. Von meiner Familie für ihre, zum Dank für ihre beständigen Dienste. J.J. Valenti. Das ist Don Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Die 3rd gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Sag mal. Wie lange macht ihr meinen Vater schon so fertig? Seit der Biff damals bei dem Schulball auf dem Parkplatz einfach umgehauen hat. Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tennants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Ich habe eine Frage. Warum seid ihr so sauer auf mich? Du
erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt, McFly. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Mit welchem? Hey! Und noch etwas. Wann wurde ich aus der Stadt verjagt? Vor 2 Jahren. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns doch eigentlich geeinigt, netter zu deinem Alten zu sein, wenn du verschwindest. Aber du bist zurück. Also können wir die Samthandschuhe ausziehen. Oh. Eins verstehe ich immer noch nicht. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch! Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Eins verstehe ich immer noch nicht. Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Okay, aber... Verdammt, was hast du mit meinem Dad gemacht? Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Ein Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tenants an. Einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Irgendwas, das wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeräumt! Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor ihm in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, doch. Vergessen Sie es.